Retten lohnt sich. Und das ist der etwas andere Fächer, der wöchentlich in den Briefkästen landet und öfters mal verschlossen entsorgt wird. Aber Galacom-Werbung wird nicht entsorgt. Jeder könnte mal Sponsor sein für Zivilcourage. Denn jeder kann auch der Nächste sein, der sie benötigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nicht auf den Highway Straßen, sondern auf den Highway Contacts for a Better Planet. Jeder Euro zählt. Diese Werbung ist ausnahmsweise nicht im Papiercontainer der Briefkästenanlagen gelandet, sondern vor meiner Linse unter dem Motto Retten lohnt sich. Filmbike No Limits. For a Better Planet Only. Jeder Cent zählt. Zivilcourage geht alle an, jeder kann der Nächste sein, ist auch das Credo von Herrn Uli Hoeneß, angelehnt an seine Aussagen, wie zum Beispiel, wer wegschaut, ist Täter, wer hinschaut, ist Retter. Es lohnt sich, schaffen wir Licht ins Dunkel. Ich habe mir die Mühen gemacht, Ihre Werbung nicht zu entsorgen, sondern für ohne Sorgen weiter zu nutzen. Zeigen Sie Herz und unterstützen Sie Galacom TV, Filmbike live auf der Bühne dieser Welt. Mensch, und derzeit wird auch noch gekämpft für eine Forschungseinheit in Gießen und Bonn, damit zwei Kinder, die mit dem Alter 15 und 19 auf unserem Globus in Nürnberg leben und eine Lehrerin haben als Mutter, die leiden an 5% Restsehvermögen. Geben Sie doch diesen beiden Kindern eine Chance. Sie möchte nämlich, die Tochter, 15 Jahre alt, möchte Herrn Bill Gates treffen, weil sie sagt, das ist mein Hoffnungsträger. Er könnte retten. Und zwar, dass Makuladystrophie erforscht wird und was man mikrochirurgisch oder in ähnlicher Art unternehmen kann, dass das Augenlicht ausgebaut werden kann, denn sie haben ja mit Sicherheit einige Epochen von ihrem lebenswerten Weg vor sich. Hoffen wir mal. Also, es lohnt sich, auch hier Gelder locker zu machen für die Forschung. Makuladystrophie Klinikum Gießen und Bonn. Melden Sie sich bei Galacom TV bei diesem Video, bei YouTube. Ich antworte garantiert. Zivilcourage, auch hier geht alle an. Jeder kann Makuladystrophie erhalten, bekommen. Es ist ein Gendefekt, aber warum? Es muss sich lohnen. Auch Herr Bentele von Verena Bentele, der Vater, hat in einer Reportage gesagt, nachdem seine Tochter erblindet ist, hat er Hopfen Bio eingerichtet und umgestellt von Konventionalanbau, weil er sagt, er möchte nicht dran schuld sein. Es kann sein, dass Pestizide der Auslöser für diesen Gendefekt waren. Zeichen setzen für mehr Mensch. Also, sponsern Sie in unsere Zukunft auf unserem Planeten. Nicht nur mich alleine. Sie verstehen? Wenn nicht, ich habe offene Ohren und offene Augen und reagiere garantiert sehr schnell. Wie sagt eine Diplomatenmutter immer, wenn flying time, flying time, flying time. Klar, wir müssen jetzt handeln und nicht gestern. Für morgen. Jeder Kontaktsponsor zählt. Bei José Carreras hat es 2001 immer geheißen, rufen Sie an, Leukämie-Stiftung. Live
Kindern eine Chance geben. Könnte ich fast auch sagen. Mailen Sie mich an unter galacom@outlook.com. Sie bekommen Promotion without limits ever. Worldwide.